vielleicht hier so reinziehen. Links das Gleis scheint ja irgendwie mal zu immer Probleme gemacht zu haben mit der Kreuzung. Dann hier ausziehen. Und dann hier rausziehen. Na, Steigung zu groß. Da, da, da. Aber er snappt es nicht rein. Der snappt es raus. Was? Das ist. Ich weiß nicht, warum er da Steigung machen möchte. Wahrscheinlich gibt es insgesamt auf der Strecke eine kleine Steigung. Und wenn es absolut Plan wäre, würdest du es wahrscheinlich prima hinkriegen. So kriegt er den Mittelteil, der ja wahrscheinlich dann versucht, irgendwie Plan zu legen, kriegt er wahrscheinlich nicht hin. Wir legen den jetzt Plan. Ja, hier, ich sehe es. Nicht ganz eben. Ja. Ja, das sind Experimente, wo man auch noch selber alle lernen müssen. So wie auch in Train Fever hatten sie irgendwann mal auch die Lösung gewusst, wie du dir selber helfen kannst. Oder? Also mit der Zeit hat man dann einfach das Gefühl raus. Dann setzen wir die Gleise hier so nebenan mal. Einfach ist um zum Planieren. Ich glaube, der Bau hat mir jetzt mittlerweile schon ein paar tausend Euro gekostet. Aber ja. Jetzt da weiß ich nicht, ob es wirklich gerade ist oder ob du immer noch in der Steigung bist, wenn du so baust. Ah, das ist schnell steigen. Kannst du ja eventuell mal die. Oh ne, ich war erstmal was so super aus, ob es klappt. Vielleicht erst das ganze Ding bauen. Du müsstest wahrscheinlich. Ja, aber das hast das nächste Problem, es passt hinten nicht mal an den Bahnhof ran. Es ist gehüpfig gesprungen, schwierig. Jetzt weißt du doch nicht wirklich die Kreuzungsweichen da weg, die du vorhin so mühselig da angebaut hast. Sonst auch würde ich auch hier, wie gesagt, versuchen, die geraden Gleise, die Steigung quasi entlang gehen und zuerst zu bauen und dann erst die Kreuzung, aber. Hallo Jens K66. Auch schön, dass du da bist. Erst die Gleise. Ja, aber das sieht das schon wieder alles, ja. Da sieht man, dass er wieder alles uneben gemacht hat. Ja. Na gut, das ist das Kleine dazwischen, das korrigiert er ja. Aber du hast insgesamt ein Gefälle drin in der ganzen Strecke, aber es vom Tunnel ja. Auf den. Das mag er nicht. Gut, ich zieh den, deswegen habe ich aber die ganze Gleise jetzt nochmal hier abgerissen von dem Tunnel, weil ich den Tunnel dann vielleicht weiter nach hinten schiebe. Experimentieren. Was du natürlich machen kannst, du kannst, wenn du alles Gleisverfeld sowieso weggerissen hast, dann vom Bahnhof ausgehend, ja, gerade den Winkel einstellen, du kannst den einstellen, dass er wirklich 100% gerade baut. Ja, habe ich ja gemacht. Da ausgerichtend die anderen Gleise ansnappen. Das heißt, dass es wirklich gerade erstmal geht und da, wo du die Weichen im Ball einbauen willst, dann sollte es theoretisch klappen. So, jetzt erstmal alles ebnen. So. Ich glaube gar nicht mal planieren, sondern einfach nur die Gleise absolut gerade hinlegen und dann würde ich wie gesagt erst diese geraden Gleise zuerst legen. Das wäre jetzt. Schwenkenden Reifen ganz zum Schluss einsetzen. Ah, ich muss aber trotzdem das Ding anklicken, weil wenn ich es so mache, macht weniger Gleisbett oder Gleisdamm,
oder heißt es so, wie wenn ich es anklicke? Ja, aber das ist ja gerade das Ding, weil das da halt nicht eben ist. Wenn du es anklickst, wird es eben. Sonst gehst du an der Oberfläche halt entlang. Ah, okay. Also ich muss mal wirklich anklicken, dass du es dann auch wirklich zwangsweise gerade hast. Unabhängig vom Gelände. Dann wird viel halt diese geraden Gleise bauen. Weil die Erhebung selber ist ja nicht das Problem, sondern dass es untereinander den Gleisen, also dann halt im Ausgangs- und Endpunkt wie im Startpunkt immer noch gleich hoch ist. Das ist ja der große Trick dabei. Ja, Jens, wir sind auch alle begeistert. Wir freuen uns auch, dass heute der Release war. Es ist hier noch der ganze Tag da Zeit. Der Stream habe ich extra dafür gestartet, für Fragen zum Gameplay, für Probleme, falls ihr mit Transport Fever Probleme haben solltet. Das habe ich bloß auf die, damit es Erhöhungen gibt, gelegt. Brauchst du nicht, die würde er bauen, wenn du siehst. Also jetzt kannst du aber zumindest testen, ohne das Mittelgleis, ob du da eine Weiche bauen kannst, ohne Probleme, oder ob er da immer noch zickt. Jetzt habe ich schon wieder abgerissen. Aber du siehst, das ist auch nicht ganz hundertprozentig. Was ist es? Snappt auch nicht ganz zusammen alles. Also müsste ich das. Ja, warte mal. Wir machen es anders. Ich fange das hier ansnappt. Dann ziehe ich das Gleis. Dass es hier ansnappt. Und das funktioniert nämlich eben nicht genau. Muss ich das dann wegmachen? Achso, nee, dieses Mittelgleis brauchst du ja eh nicht. Es kann ja dann hinten zusammenlaufen. Das ist ja wurscht. Hauptsache, du bist auf derselben Ebene dann mit den Gleisen. Du brauchst das mittlere Gleis ja nicht. Du musst es auch nicht planieren vorher. Wenn du sie alle mit dieser Ebene baust, ist es egal. Ah. Du musst sie halt wirklich nur wirklich gerade bauen, dann kannst du relativ flexibel die ganzen. Holen wir mal ein bisschen mehr aus. So, jetzt habe ich wirklich ein langes Gleiselement. Genau. Was hat dir bis. Entschuldigung. Jens, was hat dir bis jetzt am besten gefallen an Transport Fever? Dein erster Eindruck. Jetzt hast du mich angefixt, jetzt will ich das auch mal probieren, was man da machen kann. Ja, liebe Zuschauer, ich versuche seit fast eine Dreiviertelstunde verzweifelt einen Weichenbau hier zu fabrizieren, den ich so in Train Fever nie bauen hätte können. Und ich bin in der Meinung, dass es funktionieren müsste. Und ich bin in der Meinung, dass ich es auch hinbekomme. Und ich hab's jetzt hinbekommen. Jawohl! Oh, Medi, du bist ein Held. Hab zwar jetzt nicht genau so, ich hab jetzt ziemlich lang gezogen, wollte jetzt eigentlich nicht ganz so lang haben. Die Gleise sind wirklich in einer Ebene gebaut, dann ist alles andere ziemlich einfach machbar. Ich glaube, es müsste sogar eine doppelte Kreuzungswahl hier möglich sein. Probier ich jetzt gerade mal aus. Nur zu groß. Wow. Kommt der noch hier? Nein, der kommt da nicht an. Das war falscher Ansatz. Ja. Was mir auch sehr gut gefällt, dass die, wenn du Weichen abreißt, dass du jetzt nicht das gesamte Weichenpaket, nur die Weiche da rauskreist oder dann die Gerade. Meistens verwische ich immer die Gerade statt die Weiche. Aber das liegt an mir und nicht am Transport Fever oder an Urban Games. Also
da haben sie sich echt gemacht. Ich dachte schon, Train Fever wäre genial, aber Transport Fever ist noch genialer Raum. Bin mal gespannt, wie was noch alles kommen wird. Und ob die auch wirklich das, was sie noch vorhaben zu implementieren, ob sie das wirklich schaffen, das zu implementieren, das wäre natürlich Oberaffen cool. Ich wollte das Wort jetzt gerade nicht benutzen. Jeder kann sich vielleicht gerade denken. Aber ich muss bedenken, wir haben erst 5 Uhr, es sind noch minderjährige Zuschauer vielleicht dabei. Ihr wisst, was ich meine. Also es gibt noch sehr viele Inspirationen. Mahlzeit. Wir sind live, jawohl. Dann bin ich hier verkehrt. Tschüss. Tschüss. Mal reinschauen. Was wollen die? Verrate ich nicht. Das kann ich jetzt nicht verraten. Das müsste dann, wenn, dann Urban Games selber verraten. Weil wenn ich jetzt dann sage, die möchten das und das und das machen, dann wird behauptet, ja, es wurde behauptet, dass Urban Games das und das und das und das noch macht. Warum kommt es nicht? Wann kommt es? Wenn es spielt, Gameplay-mäßig nicht möglich ist umzusetzen, dann kann es auch nicht kommen. Aber sie versuchen ihr Bestmöglichstes. Habe ich das jetzt so richtig formuliert, Medi? Ja. Also ich werde hier nichts äußern, was Urban Games zu Verhängnis werden könnte. Nee, das brauche ich gar nicht. Was? Guck gerade, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also sobald da quasi das fünfte Gleis da drin ist, in der Mitte, dann kann man leider keine Holzen mehr da drüber bauen, also mit dem Gleis. Aber Philipp, ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen wollte, weil so einfach ist es nicht. Ich habe die Beta. Dass dann die Leute dann, aber es wurde doch gesagt, und nein, Urban Games hat noch gar nichts dazu gesagt, also muss man mal vorsichtig sein, und die Leute verstehen immer gern das, was sie verstehen wollen. Genau. Und nicht das, was man eigentlich gesagt wollte. Wenn ich wüsste, dass ihr auch nicht wieder rumjummert, so wie es im Forum auch immer der Fall war, die letzten Wochen. Wir haben es doch erst vor kurzem doch gesehen, die letzte Woche, seit Release. Ah, die wollten doch das machen, warum haben sie das nicht gemacht? Da werden immer hier Ausschnitte aus der FAQ zitiert. Ja. Gerade die Zeit. Also, das ist. Der Zeitfaktor, das ist gerade das beste Beispiel, warum die Zeit drin ist und so. Genau aus diesen Gründen werde ich mich da sehr bedeckt halten. Ja, du kannst auch einen Schattenbahnhof machen, in dem Sinne. Also nicht Bahnhof in dem Sinne, sondern so wie auf einer Modelleisenbahnanlage kannst du deine Züge dann auch unterirdisch abstellen. Das ist dann die unterirdische Platte. Sackgleis.